Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dieses Mal war ich mit meiner Kamera auf der Domweihe in Verden an der Aller unterwegs. Das Video ist allerdings ein wenig mit heißer Nadel gestrickt. Warum, wieso und weshalb das so ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Das waren ein paar Eindrücke vom traditionellen Festumzug, der sich immer am Eröffnungstag ab 13.30 Uhr durch die Verdener Innenstadt schlängelt. Ich sagte ja anfangs, das Video sei mit heißer Nadel gestrickt. Ich war davon ausgegangen, dass die Geschäfte hier dann auch um 13.30 Uhr bzw. um 14 Uhr öffnen. Dem ist aber leider nicht so. Daher fehlte mir mindestens eine Stunde Drehzeit und ich musste mich sputen, denn ich hatte für 18.30 Uhr ein Rückfahrticket für den Intercity gebucht. Denn ich wollte mich eben nicht in so einen 9-Euro Ölsardinenzug quetschen. Es hat aber alles geklappt und ich habe es gerade so geschafft. Achtung, jetzt wird's laut. Mit den drei folgenden Böllerschüssen ist die Domweihe 2022 eröffnet. Yeah.
Es war nach 2019 das zweite Mal, dass ich die Domweih besuchte. Ist halt eine geile Veranstaltung. Und das finden offenbar auch die vielen tausend Menschen, die außer mir auch noch hier waren. Ihr seht, es war richtig voll und es war teilweise echt schwierig zu filmen. Um ehrlich zu sein, war hier mehr Gedränge als beispielsweise in München, Stuttgart und Düsseldorf. Ihr könnt euch davon gerne auf meinem Kanal überzeugen. Thank you.
solange die noch ungepopelte Rolle. Thank you.
Es ist unschwer zu erkennen, dass die Verdener Domweih eine Citykirmes ist. Buden und Fahrgeschäfte stehen nicht komprimiert auf einem Platz, sondern sind in der ganzen City verteilt. Nach meinem Wissen einzigartig in Niedersachsen. Man kennt das Meer aus Nordrhein-Westfalen. Domweih ist wie Karneval am Rhein, Oktoberfest in München, Stoppelmarkt in Vechta. Kurz gesagt, es ist die fünfte Jahreszeit in Verden. Nicht nur wegen der Fahrattraktionen und Köstlichkeiten, die es hier gibt. Es herrscht 6 Tage lang Party pur und es fließt viel Alkohol. Auf zahlreichen Bühnen und Tanzflächen kann hier gefeiert werden. Schaut doch mal vorbei. Thank you.
zurückgewinnen, MC Lossi, wir starten, wollen Sie bitte. Yeah.
das war's dann auch schon fast. Auf dem Video kann man nur erahnen, was hier los ist. Man muss es selbst erlebt haben. Schaut doch mal vorbei. Verden ist gut mit dem Auto zu erreichen. Es gibt zur Domweih ein Park and Ride, aber auch mit der Bahn kann man die Veranstaltung gut erreichen. Vom Bahnhof sind es nur wenige Gehminuten und man ist mitten im Getümmel. Zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben, was euch demnächst auf meinem Kanal erwartet. Anfang Juli heißt es für mich 3 Tage lang Schützenfest. Vom 1. bis 10. Juli findet in Hannover das weltgrößte Schützenfest statt und zum selben Zeitpunkt ist auch in Goslar Schützenfest. Und mein Geheimtipp ist das Peiner Freischießen. Es ist etwas kürzer, geht vom 1. bis 5. Juli und auch dort geht es heiß her. Ja, wir achten da schon drauf. Für heute sage ich erstmal Tschüss. Vergesst den Daumen nicht, abonniert fleißig meinen Kanal, sodass wir bald die 1000 Abonnenten knacken. Wenn das soweit ist, erwarten euch einige Specials. Mehr dazu dann später. Bis Anfang Juli, euer Andreas.